Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge. Ja, letztes Mal mussten wir ja ein bisschen, Schutzgeld wollte ich schon jetzt gerade sagen, aber waren ja eher Schulden. Ein bisschen Schulden eintreiben für den Mr. Herr Strauß, der da hinten rechts am Wagen steht. Und wir haben sogar, wenn wir mal auf die Karte gucken, noch zwei Aufträge offen. Wo war's denn? Da oben. Ne, die müssten wir auch noch einmal Schulden eintreiben. Aber da wir jetzt schon zweimal Schulden eintreiben waren, würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Wir könnten aber, wir haben ja noch drei Questaufgeber in unserem Camp. Was haben wir denn hier? Onkel? Ja komm, ich würde sagen, wir gehen mal zum Onkel, auch wenn uns nichts angezeigt wird, was wir da machen müssen. Schauen wir einfach mal, was er für uns für eine Aufgabe hat. Und da hinten müssen wir hin. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Keine Zeit verlieren. Ist er das schon? Na, müssen wir mal gucken, jetzt auf dem Radar. Nee, das ist er nicht. Hey, nee, zu dir komme ich später. Wo ist denn der andere? Hallöchen. Ah, da liegt er, der Faul. Ach, der Trinkenbold, der immer nur Ärger macht. Wecken, ja, aber dann schüttel den mal schön. Oder tritt ihn in die Seite, so geht's auch. Ich hab nachgedacht, ja. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. Da hat er wohl nicht so wirklich Bock drauf gehabt. You're gonna take the old man into town. Can take us too? Well, what you got planned? Das muss man aber noch mal überlegen. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Let's go. You got me. Come on in. Was? Dafür, dass wir so ein Krummel immer sind und uns alles nervt, waren wir jetzt aber schnell überzeugt. Das lag bestimmt an den netten Mädels da. Da ist der Arthur schwach geworden. So einer ist der Arthur also. Aha, aha. So, auf geht's. Ja, ein bisschen ist gut. Eine kleine große Schlägerei hatten wir da. So, auf geht's, meine Pferdchen. Ein bisschen schneller. Ich möchte wieder nicht die ganze Zeit hier verplempern mit rumfahren. So, da vorne müssen wir abbiegen. Einmal links rum. Das macht ihr gut, Pferdchen. Singt für uns. Wollen wir das wirklich hören? Das für ein Lied. Die singen ja komische Sachen da. Komische Lieder singen die da. Oh, der sieht ein bisschen außer Kontrolle aus da. Ja, sah nicht nur so aus, ist sogar so. Scheiße gelaufen, würde ich sagen, ne? War klar, dass er sich drückt. Ja, soll was machen? I thought you wanted to head into town. Yes, but this won't take long. Look at the poor fella. Go on. He's an old man. Naja, die Ladies haben wieder ein schwaches Herz. Na gut. Dann gehen wir mal gucken, ob er unsere Hilfe überhaupt annimmt. Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Ja, komm, helfen wir dir eben. So, wie war das G, ne? Ey, wo ist hin, das Pferd? Da ist das ein. Hey, wo ist denn das andere hin? Ah, da, wir haben es gerade nur nicht gesehen. Nee, nicht weglaufen. Sehr gut. Langsam dahin, können wir beruhigen. Ah, wir können es untersuchen, eine neue Pferdeart. Kompendium aktualisiert, okay. Ja, ich bin's ja am Beruhigen. Ruhig da hinten.
Ihr verjagt das nur. So, mehr können wir nicht machen. Gehen wir mal näher ran. Eine Schiere ist das anscheinend, wie es da unten steht. So, streicheln. Ja, du bist ein Feini, ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Du bist ein schöner Feini übrigens. Nochmal streicheln. Und nochmal. Und nochmal würde ich sagen, das muss reichen jetzt. Jetzt sollte es doch eigentlich beruhigt genug sein. Können wir es führen? Nee, noch nicht? Okay, dann tun wir es nochmal streicheln. Und nochmal. Dann probieren wir jetzt nochmal unser Glück. Ah, jetzt geht's. Ja, ich weiß, ich bin auch der Beste. Danke fürs Kompliment. So, meine Gute, komm mal mit. Ich bring dich zu deinem Besitzer. Ja, ganz ruhig. So, eben gucken. Kein Zug zu sehen, dann können wir auch über die Gleise gehen. Passiert ja nichts. Und dann ist das hoffentlich hier schon direkt erledigt. Und wir können weiter nach Valentine. So. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Ja. Well, anyway, thank you. Ja, kein Ding. Hauste. Wo ist denn das hin? Ah, da steht's noch. Okay. So, steig auf den Wagen. Machen wir. Und weiter geht's. Ja, bleib nicht am Meckern. Ich sollte doch da helfen. Meinst du? Ja. Wir haben alle ein Herz. Auch ein Reptil haben sie den bezeichnet. Oh, wir sind, glaube ich, zu schnell. Bremsen. Oh, jetzt können wir weiter. Jetzt ist der Zug vorbei. Da wären wir schon fast in den Zug da reingefahren. Da bin ich mal gespannt, was die hier anstellen wollen. Na, wird bestimmt der Onkel sein. Other people, finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back. Ja, da will ich aber jetzt nicht wieder hin. Oh no, Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us, or to do any real work. Na ja, jetzt wird man ja hier wieder langsamer. Ja, richtig langsam sogar. Ich will schneller. Pferdchen macht schneller. Ach, guck mal, da sind sie fleißig, da wird gebaut. Oh. Wir haben fast einen Unfall gebaut, weil wir denen beim Bauen zugeguckt haben. Das habe ich den Text auch nicht mitgelesen da unten. Beim Stall. Oh, vielleicht schalten wir den Stall jetzt frei. Das wäre ein Träumchen. So, dann halten wir hier mal an, würde ich sagen. Just like I said, a cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. War klar, dass es von dem kommt. Okay, just stay out of trouble. Don't get yourselves noticed. Na, bin ich aber gespannt. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Wann müssen wir denn einkaufen? Come on. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. One-shot kid, okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. Parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Wer den wieder rund macht, der kann den echt nicht abhaben. Ich frage mich aber, wieso wir den dann... Ja, okay, er hatte ja eine Mission für uns. Ich wollte gerade sagen, wieso er den eingeladen hat, mitzukommen. War so klar, dass er sich Alkohol holt. Der alte Säufer. Why don't you pick out a cigar? A cigar always focuses the mind, I find. What do you say? Well, you seem a little scattered, Arthur. Trust old uncle. Jetzt müssen wir echt eine Zigarre kaufen.
1,50 $ für einen Sitz. Boah, sind wir ja wieder pleite fast. Erinnert sich an den Kampf, den wir hatten. Ja, das glaube ich, dass es Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Naja, wir gehen mal lieber. Ah, wir müssen auch raus, aber ein X. Okay, es geht weiter. Die nächsten Szenen kommen. So, Onkel kommt auch hinterher. Ich hoffe, du hast auch bezahlt den Whisky. Nicht, dass wir jetzt direkt wieder Ärger bekommen wegen dir. Here's to your good health, my sir. It's a funny world. Oh, das sieht schön aus. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Eine Erbin verheiratet. Oh, wir sind eingenickt, oder was? Gentlemen. Ja, sieht so aus. I snuck into this fancy house, acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night. Ja, sie hat wohl den nächsten Auftrag für uns an Land gezogen. Das wird Dutchie sich wohl nicht entgehen lassen, dann, wenn die dem was erzählen. New Hanover? Hannover ist auch ein, hier bei uns in Deutschland. Oder gibt es auch ein Hannover in Amerika? Ja, ich ahne Schlimmes. Ah, einen haben wir schon gefunden. Ja, gut. Ich sag ja, ich ahne Schlimmes. Mal gucken, ob wir das klemmfisch lösen können. Muss ja nicht sein, jetzt hier in der Stadt auch noch auf Kopfgeld zu gehen. Eine Person eingreifen, würde ich sagen. Get your hands off her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey, hey, take it easy. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Ich glaube, er scheint den Schwanz einzuziehen. I ain't doing this with you right now. Okay, tschüss. So, die erste haben wir schon mal gerettet. Okay. Thanks, Arthur. Ja. Uncle, look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. So, wollen wir mal gucken, wo die andere ist. Can I help you, sir? Ja, du kannst mir mal sagen, wo meine Freundin hier ist. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? A friend of hers. Ja, danke für die Info, aber Trinkgeld gibt's trotzdem keins. Mensch, manchmal haben wir das jetzt klimpflich gelöst bekommen. Na, das kann ich dir noch nicht versprechen. Mal gucken, wie der Typ jetzt da auf uns zu sprechen ist. Oder wie er sich benimmt jetzt, wenn wir reinkommen. Tür eintreten, ja, machen wir. Oh, sie liegt am Boden. Hat er sie geschlagen, der Schweinehund. Oh, Schlägerei. Zap. Oh, das ging ja mal gut. Oh. Scheiße, tot. Plündern. Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing. Nothing to worry about. Just men. Ja, sie rennt weg. Stupid bastard. Stupid bastard was boasting about the bank. The bank. Tja, hast du hier wohl den falschen angelacht, meine Gute. Wo ist denn dein Mantel, deine Jacke, was du anhattest? Nicht, dass du noch krank wirst. Keep investigating. I will. So. Müssen mal das Zimmermädchen hochschicken, ne? Und ruf mal den Typen mit der Krähe an, der immer die Leichen weggeschafft hat im Wilden Westen. Mit dem Geier, so, und nicht mit der Krähe. So, was geht jetzt? Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? Nee, auf keinen Fall. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No, impossible. Listen,
Buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. Na toll, jetzt haut er ab. Ich denke, wir müssen hinterher. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Ist das unser Pferd? Nee, das sieht doch ganz aus. Das ist total dreckig. Okay, wir verfolgen den. Aber ich glaube, wir haben gerade ein Pferd geklaut. Das gefällt mir gar nicht. So, kann die Hühnchen tot treten. Oh, Vorsicht da, der Kerl. Puh, Schwein gehabt. Ich dachte schon, wir reiten den nächsten tot. Können wir den rufen? Ja. Echt, komm her. Schweinepriester da, du. Oh, geht's da nicht runter langsam? Ja, und er fällt runter. Ah, hier kann ich mich noch dran erinnern an die Stelle. Oh, das Pferdchen ist aber sehr dreckig, was wir da geklaut haben. Steigen wir erstmal hier auf. Nehmen wir das Pferdchen. Ah, mal gucken, später vielleicht. Geschieht dir recht. Ja, gut. Ey, wieso haut das andere jetzt ab? Hallo? Okay. Naja, gucken wir mal hier. Ja, ist mir egal. Du bist doch abgehauen. Ja, ja, jetzt auf einmal, ist klar, ne? I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? Du bist doch abgehauen. An unfortunate face. Allerbestes Gesicht. Now please pull me up. Ja, ja. Please. Es ist ja ziemlich kleinlaut, würde ich sagen, ne? My hands are slipping. Mal gucken, ich lasse dich noch ein bisschen zappeln, würde ich sagen. Können wir noch was machen? Helfen oder töten? Ich glaube, er fällt, ne? Jo. Wieso kriegen wir jetzt ein Minus? Was ist das? Achtung, Autospeichern, okay. Wieso haben wir... Ey, wo sind die Pferde hin? Markiert ein vorübergehendes Pferd, okay. Wir haben ein vorübergehendes Pferd. Wieso haben wir ein Minus bekommen? Der ist so ein... Mann. Schweinerei. Das Pferd ist gestohlen. Wir haben doch eins gestohlen. Scheiße. Wo ist es denn? Am Arsch der Welt, irgendwo da hinten. Wieso sind das so weit weggelaufen jetzt? Hallo? Komm zurück. Ich muss dich zurückbringen. Da stand, du bist gestohlen. Ich habe keinen Bock, dass hier noch Kopf... Bleib doch mal stehen. Es rennt immer weiter da vorne. Ich habe keine Lust, dass wir noch Ärger kriegen wegen dir. Das wird wahrscheinlich zu seinem Herrchen zurück, ne? Komm mal her. Höp. Dann bringen wir dich mal wieder zurück. Wo müssen wir denn hin? Dorf. Ah, Mann. Ja. Wer, du? Ah, da. Da, da, da. Ja, ja, ich hab's mir nur ausgeliehen. Ja, siehst du, sag ich doch, nur geliehen. Tschüss. Ich hab nichts getan. Nimm dein Pferd und geh nach Hause. So. Dann haben wir das Problem wieder gelöst. Ach, guck mal, das ist wieder so ein weißes, schönes, feini Pferd. Hey, mal ruhig, ja. Ah, das waren doch diese... Wie hießen die denn nochmal? Diese Nutz- und Arbeitstiere. Infoanzeigen. Schiere. Ah, das gleiche, was wir eben schon hatten. Losschneiden, fliehen. Okay, nee. Machen wir alles nicht. Ich finde das richtig schön, das Pferd. So, ah ja, die sind ja schon nach Hause, ne? Wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Alter, Probleme? Ausrauben, entschärfen, verärgern? Nö, gar nichts machen. Können wir unser Pferd denn... Ah ne, das ist ja zu weit weg. Da stand ja nur gewisse Reitweite. Jetzt müssen wir zu Fuß nach Hause laufen. Was ist das denn? Können wir uns hier draufschmeißen? Einfach mitfahren? Mister? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich... Puh, jetzt haben wir fast den Typen da runtergehauen. Gut, dass ich das abbrechen konnte. Sonst hätten wir hier direkt das nächste Problem an der Backe gehabt. Ich wollte einfach nur mit aufsteigen. Na gut. Komm, dann müssen wir halt zu Fuß nach Hause. Das wäre jetzt so gewesen. Das nächste Kopfgeld direkt hier. Das ist auch ein schönes Pferdchen. Schick, schick und schönen Hut hast du auch. So, wir müssen da hinten hin, in das Waldgebiet. Da ist ja unser kleines Camp.
Dementsprechend, ja gut, dann tun wir wenigstens hier unsere Ausdauer, ne? Können wir die auch ein bisschen leveln. Oh, ein Feini da, das Pferdchen. Das sind so viele schöne Pferdchen hier. So, aber wir müssen jetzt erstmal zurück nach Hause. Auf, würde ich sagen. Ausdauer, Stufe 7, ja sehr schön, siehst du, sag ich doch. Tun wir was für unsere Ausdauer, leveln wir die ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was Maximalstufe war. Na, egal. Muss mal da. Oh, ein Stück Fuß mit Bein. Ach ja, ah, das war ja da, wo wir mal drunter geritten waren. Wo die Leiche so aufgehangen hängt. Wir haben wieder nichts gesehen. Wir gehen mal weiter. Was ist denn für ein Geräusch hier? Habt ihr irgendwas gehört? Ey, da vorne ist einer. Da oben reitet einer. Sollen wir uns den mal angucken? Oh, er kommt. Vorsicht. Bereit machen, falls er eher Stress macht. Wir könnten ihn anhalten, okay? Nee, wollen wir aber nicht. Was gab's denn da oben? Mister. Oh, Moment, ich muss dich grüßen. Hey there. Hey, wo rennst du hin? Nur weil du den anguckst, musst du doch nicht direkt da die Kurve laufen. So, was gab's denn hier zu sehen? Haben wir da unten irgendwas? Ne, sieht nicht so aus, ne? Nicht wirklich. Keine Ahnung, was er hier ausspioniert hat. Ja. Soll uns auch egal sein. Ich würde sagen, wir laufen mal nach Hause. Wir haben ja noch ein kleines Stückchen. Und dann sind wir wieder... Oh, was haben wir da? Was waren das für Tierchen? Habe ich wieder zu spät gesehen. Mist. Ziehen wir mal unseren Revolver, würde ich sagen. Wieso zieht er denn keinen Revolver? So. Oh, da sind auch noch Tierchen gewesen. Wir haben alles verjagt. Ah, Kojote, ne? Oder was ist das, was da... So, jetzt haben wir ihn. Ne, immer noch nicht. Oh, wir haben nochmal getroffen da hinten. Das war auch ein Zufallstreffer. Was war das für ein Geschrei? So. Ah, die werden wir jetzt alle verjagt haben. Ah ne, wie war das? Mausrad gedrückt halt, ne? So. Ah, die sind alle nach da gelaufen. Aber ja. Obwohl wir zwei, dreimal getroffen... Ah, liegt da was? Ne, doch nicht. Was ist das? Hört sich nach einem Vogel an. Na, den haben wir jetzt erledigt. Was haben wir denn da? Ein Vogel, ja. Komm, heben wir den auf. Bringen wir den ins Camp, würde ich sagen. Häuten. Wir könnten auch häuten. Östlicher Wildrutan. Ne, komm. Der spenden so. Bringen wir den mal in unser Camp, würde ich sagen. Das ist ja direkt hier vorne. Da haben wir noch einen Trutan. Aber wir können, glaube ich, nicht mehr wie einen tragen, so wie das aussieht. Ist aber auch nicht so schlimm. So, darf ich überhaupt richtig? Ja, doch, da vorne. Da ist es. So, haben wir noch ein leckeres Abendessen mitgebracht, würde ich sagen. Ich bin's, Arthur. Grüßen. Ja, siehst du, ne? Wie die uns alle immer rufen. Alle wollen sowas von uns. Wir müssen aber erstmal den köstlichen Drutan wegbringen. Dass hier eine neue leckere Suppe, Drutan-Eintopf gemacht werden kann. So sieht's aus. Mr. Pearson, wo sind Sie denn? Ich habe ja was zu spenden. Und zwar diesen Tutankadaver im Zustand gut. Spenden. Very good. We were getting low. Ja, deswegen habe ich auch was Neues gebracht. Ich wusste, dass wir weniger kriegen, weniger nur noch auf Lager haben. Den Rest behalte ich aber. Good job, Mr. Morgan. Ja, ich weiß, danke. So, was sagt denn die Uhr? Oh, wir haben schon 25 Minuten jetzt um. Lohnt sich natürlich nicht wirklich noch eine neue... Was steht hier? Pokern? Ersetzen war das andere, okay. Lohnt sich natürlich jetzt nicht so wirklich noch eine andere Aufgabe anzufangen. Dementsprechend würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Von daher würde ich sagen, ich bin raus. Euer Nobody. Ciao, ciao.